schön sieht's aus. Das hast du ja, schau mal. Das ist doch irre. Übelst viele Leute da hinten auch noch. Hallo da hinten. Macht ihr auch mal Lärm? Lärm machen. Geil. Wir sehen euch. Props an euch. Ja, schön, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Das ist ja schön, dass du da bist. Für alle, die jetzt so ganz unverhofft, vielleicht sind es ja einige, da sind. Was machen wir jetzt eigentlich hier? Wir machen heute unseren Cosplay-Contest, das Herzstück einer jeden Convention. Wir haben 9 Teilnehmer heute am Start, die alle eine Pre-Judging-Phase heute erlebt haben, als sich auch intensiver beworben. Also das ist wirklich kompetitiv. Wir haben 3 Judges hier, die das dann ganz streng bewerten. Und es wird wirklich schön. Ich habe die Shows schon gesehen. Das wird Hammer. Für einen Contest, anders als jetzt bei dem Cosplay Catwalk gestern, da gelten ja gewisse Regeln, ne? Es ist alles ein bisschen strikter. Vielleicht möchtest du uns nochmal da mitnehmen, wie sehen die Regeln denn heute aus? Genau, wir haben dazu eine Grafik vorbereitet. Das sieht nämlich sehr mathematisch aus. Ist es auch? Und zwar so sieht das Ganze aus. Wir haben ein 10-Punkte-Rahmensystem. Das heißt, es gibt 5 Kategorien, die quasi für das Handwerk stehen. Das ist dann zum Beispiel Sauberkeit, Genauigkeit, Eigenbau und Specials. Also wie genau hat man sich an eine Vorlage gehalten, wie sauber hat man genäht und all diese Sachen seht ihr vielleicht gar nicht, sondern sieht man im Pre-Judging. Das Pre-Judging hat auch 2 Stunden vorher stattgefunden draußen. Und dort haben sich alle Judges jede Naht angeschaut und auch umgeklappt und wirklich geprüft, wie genau ist das Handwerk. 5 € gefunden beim Umklappen der Naht und solche Sachen. Ja, also wir schauen da sehr, sehr, sehr viel hin. Das heißt, was ist jetzt noch drin mit der Performance? Die Performance. Genau. Unser Handwerk geht 70% ein und unsere Performance 30%. Das heißt, das sind auch die 30%, die ihr jetzt hier mitmachen könnt. Das ist euer Anteil. Denn wenn ihr die Leute, die auf die Bühne kommen, ordentlich supportet, dann fühlen die sich natürlich besonders wohl hier auf der Bühne, machen eine besonders gute Performance. Und deswegen dürft und sollt und müsst ihr mit uns hier immer mit einem frenetischen Applaus die Leute auf die Bühne holen. Es gibt ja auch was zu gewinnen. Ja. Das ist ja nicht einfach so. Contest heißt, sich an Regeln halten, aber dafür wird man am Ende auch belohnt. Denn wir haben verschiedene Preise. Es gibt so 2 verschiedene Stufen. Das eine sind so Sonderpreise. Da haben wir die Kategorien Best of Armor, ja, also Rüstungsbau, Best of Sewing, das ist dieses Nähen, und Best of Performance, das ist das, was hier auf der Bühne stattfindet. Für diese Sonderpreise gibt es hier gesponsert vom Center jeweils 50 €. Danke, danke Waterfront. Mach mal raus. Und dann haben wir natürlich noch die Kategorie 3. Platz, 2. Platz, 1. Platz. Da gibt es dann 50, 75 und 100 €. Also auch da nochmal großer Applaus. Danke Waterfront. Und die, die das bewerten müssen, sind unsere Judges. Aber die holen wir jetzt nicht einfach so auf die Bühne, sondern ich habe mir gedacht, ich kitzel mal noch so ein bisschen die Stimmung aus euch raus. Ja? Vielleicht können wir mal den Bildschirm wechseln. Ich habe was mitgebracht, nämlich eine GIF-Rakete. Und das funktioniert so, dass ihr eigentlich im Applaus nur nachmachen müsst, was hier auf der Leinwand passiert. Und dann steigern wir uns von ganz wenig Applaus zu ganz viel Applaus. Und dann haltet ihr den und unter diesem riesigen Applaus holen wir dann unsere Judges hier auf die Bühne. Also, es geht los mit so einer Hermine Granger. Die ist noch eher so ein bisschen, ja, ein bisschen gelangweilt. Steigern uns zu einem Jean-Luc Picard. Wir finden das schon ganz okay. Dann Christoph Waltz, ja, auch ganz süß. Du bist begeistert, Jennifer Aniston, finden wir das schon okay. Ein Shia LaBeouf, 10 Shia LaBeoufs, eine Cardi B. Schön, dass ihr bei uns seid. Ich freue mich, dass ich diesen Job jetzt nicht habe. Sagt uns doch nochmal, worauf achtet ihr, Tingilia? Worauf wirst du ganz besonders achten und worauf hast du auch schon geachtet vorhin im Pre-Judging? Also mein Augenmerk gilt immer der Sauberkeit, wie
sauber wurde gearbeitet, wie gerade sind die Nähte, wie viel Mühe hat man sich beim Painten gegeben. Das ist was, da schaue ich besonders drauf. Und wie ist es bei dir, Saskia? Also grundsätzlich, dass das Gesamtbild einfach stimmt. Ich kann mich aber komplett anschließen, das gehört alles dazu. Sprich, dass auch alles sauber ist und gut verarbeitet ist, die Stoffwahl richtig ist, das Material passt. Wie, Saskia, noch eine Frage an dich. Hast du schon einen heimlichen Favoriten? Natürlich sage ich dazu nichts. Okay, gut. Das heißt ja, aber wir verraten natürlich nicht, wer es ist. Josu, bei dir ist so, wir haben gestern ein Interview geführt und direkt nach dem Interview ist Josus Stimme weg gewesen. Josu kann nicht mehr sprechen. Ich weiß nicht, ob es an mir lag. Wenn ja, dann tut mir das sehr leid. Josu, deswegen haben wir gesagt, wir machen Daumen hoch, Daumen runter. Du hast gesagt, dein spezielles Augenmerk ist die Fairness und Gerechtigkeit. Ja, das ist richtig? Okay, das heißt, du achtest darauf, dass der Vergleich zwischen den verschiedenen Handwerken, ne, Armor und Nähen, dass da Augenmaß gilt, ja? Sehr gut, Daumen hoch. Also das heißt, manches braucht ein bisschen länger Zeit, anderes ist dafür intensiver im Frickeln und das hast du alles im Blick. Sehr gut, hat funktioniert. Was ich sehr spannend finde bei euch, ist auch die Getränkeauswahl am Platz. Ja, wir haben einmal Bubble Tea für Saskia, einmal Cola und einmal Wasser. Spiegelt das so ein bisschen so eure Charakterzüge auch wieder? Tingelia-Bezug sagen? Tatsächlich wäre es eigentlich mehr Energy Drinks, aber wir schonen das Herz. Die letzte Red Bull Party war hart, ich gehe auf die 30 zu. Wir machen mal langsam. Okay. Gut, dann dürft ihr euch jetzt an eure Plätze begeben. Toi, 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 viel Erfolg und ja, ein faires Judging. Das sind unsere Judges heute. So, und das mit den Minions, ne, das behalten wir jetzt natürlich bei. Also, wenn diese neuen Personen jetzt hier auf die Bühne kommen, dann erinnert ihr euch bitte an die GIF-Rakete, die wir gemacht haben und ihr begrüßt sie bitte bei Auf- und Abgang genauso herzlich. Und dann würde ich sagen, seid ihr bereit, Watercon? Seid ihr bereit, Watercon? Bist du bereit, Saskia? Ja, die letzten 3 Stunden habe ich ja schon mit allen Teilnehmern verbracht. Ja, also ich bin genauso aufgeregt wie alle hier, ja? Sehr gut. Okay. Und wie geht's? Legen wir los? Wir legen los. Okay. Alles klar. Unsere erste Teilnehmerin ist Savage Cosplay als Molten Freddy aus Five Nights at Freddy's. Aus Amazon, okay, ich dachte wirklich, weil es sieht echt so aus, als wärt ihr auf den Schrottplatz gefahren und hätte gesagt, Tach, wir sind die Cosplayer, wir sind wieder da und hätte einfach was mitgenommen. Wir haben ja überlegt, ob wir für so spezielle Performances dann ein Best of Dangerous einführen, weil gerade in diesen Outfits, wo man so wenig sieht, ist der Graben hier hinten verdammt gefährlich, aber heute sieht alles gut aus, hat alles gut funktioniert. Perfekt. Wunderbar, großer Applaus nochmal, unsere Savage Cosplayer.
Cosplay als Spirit Blossom Irelia aus League of Legends. Ganz richtig. Schönheit und Tradition prägen den Tanz. Anmut in jedem Schritt. Kraft in jeder Drehung. Ihn zu tanzen ist eine Ehre. Und er ist das Letzte, was meine Feinde sehen werden. Definitiv. Wie sehr war es jetzt hier mit deinem prächtigen Kranz durch die Türen hier zu kommen? Also durch die Drehtür muss ich wirklich so durchlaufen. Das glaub ich. Aber durch die Türen geht's. Durch die Türen geht's. Wunderbar. Wie lange hast du gebraucht für dein Kostüm? Also ich habe mich sehr beeilt. Ich würde sagen fürs Outfit circa 2 Wochen. Und die Schwerter habe ich auch noch mal in einer Woche geconcrunched. Wow. Und die Performance, wie stelle ich mir das vor? Also hast du quasi zu Hause dann das Stolzieren und die Bewegungen geübt? Hast du da so einen Bereich für dich gehabt? Ja, so ein bisschen. Also ich habe einfach unser Wohnzimmer benutzt und habe mal so circa nachgeguckt, wie groß die Bühne ist und habe so ein bisschen abgeschätzt. Unser Wohnzimmer ist jetzt nicht so groß wie die Bühne. Aber musstet ihr was zur Seite rücken? Ja, wirklich ein bisschen. Sofa wegschieben und so? Wow, okay. Alles für die Vorbereitung hier. Sehr gut. Dann Tadakospiel, das ist dein Applaus. Als nächstes begrüßen wir Unico Cosplay als Nergigante aus Monster Hunter. Erste Mal bei einem Cosplay-Contest dabei. Naja, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, ne? Genau. Ja, das wollen wir jetzt dem Publikum nicht so aufs Brot stellen. Nein, wir sehen uns zum ersten Mal, keine Ahnung, wer die sind. Nein, dann wie viel der Contest ist das jetzt? Der 4. insgesamt. Okay, ja. Und hast du das Gefühl so von Contest zu Contest, wie ist das? Wird man dann einfach ja noch ein bisschen mehr outgoing, geht man ein bisschen mehr nach vorne oder ist es eigentlich jedes Mal immer wieder dieselbe Aufregung? Ich glaube, es ist personenabhängig, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann denke, oh ja, das kenne ich, ein paar andere Gesichter, aber ansonsten ist es dasselbe. Okay, gut. Also haben wir dich nicht verschreckt. Nein. Dann schön, vielen Dank für deine Performance und sehr das gerne. Ist dein Applaus. Dankeschön. Kleiner Funfact, den ich noch erzählen kann beim Prejudging, das hat man vielleicht von hinten nicht ganz gesehen, aber sie hat super viele Details reingelötet, ja, dass das so eine organische Struktur hat, ungefähr 200 Stunden nur gelötet. Das ist eine ganze, ganze Menge und auch sehr anstrengend. So, als nächstes begrüßen wir Ren als Sister Ivy aus Eden Zero.
Woche ungefähr angefangen, immer so recht stetig. Die letzte Woche konnte ich nicht mehr so viel machen, weil ich dann übertrieben habe und mir den Fuß verletzt habe. Oh nein, das hat man nicht gesehen. In Schulen geht's auch drüber. Okay. Und hast du Tanzerfahrung? Also hast du vorher schon getanzt irgendwo anders? Ja, ich bin mit in einer kleinen Tanzgruppe. Okay, perfekt. Hat man auf jeden Fall gemerkt. Und du hast vor allem die Leute auch angesteckt. Da hinten, wir haben es gesehen, haben schon voll gut mitgemacht. Genau, sehr gut. Irre Performance. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist dein Applaus. Creative Box als Sephiroth. Warum Sephiroth gerade? Warum nicht? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber, sag nochmal, warum genau diesen Charakter? Hat dich das beim Spielen irgendwie so sehr mitgenommen, dass du sagst, das kann nur der sein? Oder hast du einfach ein Herz für Villains? Einmal das, ja, auf jeden Fall. Ich war auf der Suche nach einem neuen Cosplay, wo ich nicht nur näher und eine Freundin meinte, ja, guck nochmal bei Final Fantasy 7, jetzt war ein Remake rein, habe ich gemacht, dachte ich so. Okay, versuchen wir Sephiroth, weil ich liebe auch Kunstleder generell so. Ne? Und dann ja, probierst das mal. Auch das erste Mal, dass ich mit Foam mehr arbeite. Und ja, ist dann halt das da rumgekommen. Ja, und es sah fantastisch aus, oder? Das ist dein Applaus! Ja. So, als nächstes begrüßen wir Ceri aus League of. Ganz genau. Ja, lass das mal die anderen vor, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit zum Zugucken. Ich glaube, es ist eigentlich im Endeffekt egal, weil man sich vorher natürlich immer Gedanken macht und es ändert sich ja nicht, wenn man länger hinten wartet, also ja. Ja, Aufregung bleibt, ja. Hat man aber die überhaupt nicht angesehen. Vielen Dank für deine Performance und das ist ein Applaus. Als
Als nächstes begrüßen wir Josie Cosplays als Barbie aus Schwansee. Link aus Zelda. Damit habe ich alle Zutaten, um Heiltrank für Prinzessin Zelda herzustellen. Also gut, zuerst benötige ich Ausdauerhorn. Dann eine Fiole taubes Leben. Zwei Federn einer Feuertaube. Dazu werden dann 5 gemahlene Wundererbsen gegeben. Ein Büschel Schwertgras. Eine Träne eines Golddelfins. Wo ist denn jetzt das Fläschchen? Das hatte ich doch vorhin noch. Ah, ja, hier. Dann der Saft von 2 Lebensbaumfrüchten. Und zu guter Letzt die Blüte eines um Mitternacht gepflückten Prinzessinnen-Enzians. Elekin namen, namen, atem, atem, elekin namen. Elekin namen, namen, atem, atem, elekin namen. Eleka, Eleka. In der grausamsten Not und der dunkelsten Zeit sei sie immer vor dem Tod gefeit. Damit werde ich sie retten können. Ja, ich würde mich bereit erklären, das gleich mit runterzutragen. Das sind ja unfassbar viele Details. Wann hast du gedacht, okay, das muss alles mit dazu sein, das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Also musst du eine riesige Liste gehabt haben an Utensilien, die du jetzt hier besorgt hast. Ja, ich habe das Rezeptbuch geschrieben. Da habe ich mir ganz viele Rezepte aus allen Zelda-Teilen rausgeschrieben und dann überlegt, was könnte man so in einen Heiltrank reinmachen. Und hast du die Seiten auch so auf Alts gemacht und so? Wow, voll schön. Sehr, sehr, sehr viele Details. Okay, ja, vielen Dank. Schön. Sah schön aus. Dein Applaus. Unsere letzte Teilnehmerin ist Nadi Neko Cosplay als Anna aus Frozen. Yes, some things never change, like the feel of your hand.
Okay, das war ein Fehler in der Technik. Wir machen das nochmal. Es war noch nicht zu Ende. Ey, aber es war so überzeugend und performt einfach, dass selbst die Leute Technik gesagt haben, ey, das kann nur so sein. Also, ich spreche jetzt alles nur für gut. dich. Alles gut, wir machen das nochmal. Und bitte. Okay, die Datei war zu Ende. Da kam wirklich nichts mehr. Das tut mir leid. Aber nichtsdestotrotz wollen wir noch kurz mit dir reden. Ja, also erstmal machen wir jetzt, um diese komische Situation zu überbrücken, nochmal einen Applaus. Ja. Als Abschluss der Performance. Das passiert immer. Jetzt hast du ja zwei Optionen gehabt und ich finde, du hast die absolut richtige gewählt. Ich finde, Anna ist völlig underrated. Ja! Oder? Alter. Bist du damals quasi auch richtig so in diesen Bann vom Film reingezogen worden oder hast du einfach gesagt, nee, ich wollte einfach generell einen Disney-Charakter machen und habe mich dann dafür entschieden? Oh, ich bin schon großer Disney-Fan, definitiv. Und Anna war einfach immer mein Favorite. Sie ist so underrated, sie ist so stark. Ich liebe sie einfach total. Ja, und wir lieben deine Performance. Nochmal einen riesengroßen Applaus hier. Vielen Dank. Haben wir hinter uns gebracht und jetzt geht der schwierige Part für euch los, denn ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen, nachdem ihr das alles gesehen habt, um zu entscheiden, wer kriegt denn jetzt Best of Armor, Best of Sewing, Best of Performance und den dritten, zweiten und ersten Platz. Wir geben der Jury jetzt mal noch ein bisschen Zeit, diese Entscheidung zu treffen und sehen uns dann gleich wieder hier auf der Bühne, also lauft nicht weg. Bleibt da, in wenigen Minuten geht's hier auf der Bühne weiter. Bis gleich. So, Watercon, wir sind zurück und haben eine Entscheidung mitgebracht. Jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist. Nassi, war's? Hast du ein bisschen mitbekommen? War's tricky? War's schwierig? Es war vor allem knapp. Also wir haben es ja wirklich sehr mathematisch gemacht. Das ist eine wundervolle Excel-Tabelle. Das ist schon jetzt am Ende so, das war schon knapp. Ja, holen wir die Judges nochmal auf die Bühne. Ja, unbedingt. Großen Applaus für unsere Judges. So, Saskia, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wir haben es schon gehört, es ist mathematisch knapp gewesen, aber wie war es denn meinungsmäßig? Also wart ihr euch bei vielen Sachen einig oder wurde auch ein bisschen diskutiert? Ich würde sagen, wir waren uns sehr einig. Okay, das verkürzt die Antwort, aber das ist natürlich schön für den Contest dann an sich. Was war so das, wo ihr sagt, das sind so Motive, die wiederkommen? Also was mir zum Beispiel auffällt bei den Contests ist, Five Nights at Freddy's spielt immer noch Rolle. Barbie ist mega on vogue wieder. Und Lee, komplett. Ja, auf jeden Fall auch. Tingilia, was hast du so wiedererkannt, wo würdest du sagen, bei diesem Contest spielt das und das immer eine gewisse Rolle? Beliebte Kostüme sind natürlich League of Legends, was du schon angesprochen hast. Gerade bei Performance-Contests ist es sehr wichtig, dass du schaust, wie gut kann ich mich bewegen in meinem Kostüm. Ne? Wenn wir Catwalk-Cosplays haben, ist es tendenziell so, dass die Kostüme dazu tendieren, immer größer, immer ausladender zu werden. Da hast du dann aber ein Problem, wenn du performen möchtest, so wie jetzt wir eine Teilnehmerin hatten, die hier eine ganze Tanzperformance hingelegt hat. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du 40 Kilo Flügel auf dem Rücken hast und irgendwie auf Stelzen läufst. Also in die Richtung wird dann viel mehr Augenmerk drauf gelegt, welcher Charakter ausgewählt wird. Okay, das heißt aus eurer Sicht alles richtig gemacht für die Performances heute hier? Absolut. Sehr gut. Dann wollen wir noch eine Person dazu holen, nämlich die, die jetzt natürlich offiziell die Preise überreichen darf, die überhaupt die gesamte Watercon hier möglich gemacht hat, weil sie uns die Türen geöffnet hat. Macht mal bitte einen Riesenapplaus für Center Managerin Kirsten Jackenfall. Frau Jackenfall, das ist ja jetzt Ihr zweiter Cosplay-Contest, letztes Jahr und dieses Jahr. Gibt es im Vergleich so Dinge, die Ihnen jetzt dieses Mal anders aufgefallen sind? Wie war Ihr Eindruck von den Performances? Also ich muss immer dazu sagen, ne, mein Bild ist natürlich total laienhaft, ja, weil ich wirklich aus einer anderen Kindheit stamme und mit diesen Figuren auch zu 90% gar nicht so irgendwie was anfangen kann. Also deswegen bitte nicht böse sein, wenn ich irgendwie was sage, was jemandem zu nahe kommt.
Ich habe da das Gefühl, dass heute mehr Performance dabei war bei allen. Also so insgesamt, ne, mit der Inszenierung, mit dem Bild im Hintergrund und vielleicht nach meinem Eindruck noch detailverliebtere Kostüme da waren, ja, als letztes Jahr schon. Also die Range kam mir deutlich breiter vor, ne? Also auch dieses, ich weiß nicht, dieses Graue am Anfang. Sorry, ich weiß nicht, wie man weiß. Also wo diese ganzen Schläuche, ne, was 300 Meter oder so verbaut, das ist dann natürlich schon beeindruckend. Also das war so mein Bild. Und ja, erstmal vielen Dank an die Judges, ja, dass ihr dabei seid. Und natürlich an alle, die sich überhaupt auch dem Wettbewerb gestellt haben. Und ich glaube, da sollten wir nochmal alle einen großen Applaus geben. Ja, denn das darf man nie vergessen. Bei so einem Wettbewerb, ja, natürlich, irgendwo gibt es einen Preis und so, aber es gehört auch mal eine Menge Mut dazu, weil im Zweifel kriegt man halt auch mal ein Feedback, was einem nicht so gefällt. Und ich finde das immer super, wenn die Freude eigentlich im Vordergrund steht, und das hat man bei den Performances gesehen. Aber auch hier bei allen Gesichtern, die gebannt drauf gucken und so viel strahlen, sehe ich sonst im Center-Alltag hier ganz sicher nicht. Wow, also auch ein Riesenkompliment an euch. Vielen Dank, dass ihr uns so supportet hier auf der Bühne. Dann würde ich sagen, holen wir alle Teilnehmer auf die Bühne und machen die Preisverleihung. Dann, liebe Teilnehmer, unter einem tosenden Applaus kommt alle auf die Bühne. Genau, liebe Judges, wollt ihr zu mir hier rüberkommen, dann machen wir ein bisschen Platz hier auf der Bühne. Genau. Super. Das passt gerade. Ja, wir können auch noch so, nach vorne, ne? Jack, wenn die Judges so mit kommen. Perfekt. Genau. Stacheln und Flügel nach hinten. Sehr schön. Super. So, wir haben ja wie gesagt 6 Kategorien. Und wir fangen an mit unserer ersten Kategorie, Best of Armor. Das ist richtig. Und zwar, Best of Armor geht an unsere Meergigante. Tritt einmal nach vorne. Sehr, sehr schön. Und einmal ganz nach vorne. Genau, einmal in unser Kamerateam. Genau. Ganz lieben Dank, ganz toll. Dann als nächstes haben wir, Best of Sewing geht an unsere Witchlink. Dann Best of Performance geht an Ren als Sister Ivy. Den dritten, zweiten und ersten Platz würde ich sagen, wir machen das noch unter ein bisschen Publikumsbeteiligung. Vielleicht können wir so eine kleine akustische Laola-Welle haben. Ja, so ein. Okay, das machen wir jetzt für 3, 2, 1, ja? Also, Platz 3 geht an. Beim Cosplay Contest auf der WaterCon 2023 geht an. Gigante! Ja, Mann, Digga!
Oscar. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Toll, ihr Lieben, wir machen auf jeden Fall nochmal ein Gruppenbild. Und zwar die, die knien können. Wir müssen das ein bisschen komprimieren. Machen wir. Ja, vielleicht sollten wir dafür auch einen Sonderpreis einfügen. Es braucht Beweglichkeit. Das nie. Genau, genau. Gerne alle einmal ein bisschen enger und kuscheln. Wir gehen auch nach unten. Gruppenfoto. Der Herr in Blau, Jero auf der Leiter da hinten, das ist unser Mann fürs Gruppenfoto. Dann, Dankeschön Mortacon, dass ihr alle dabei wart. Das ist unser Cosplay Contest. Okay, wir lassen alle mal hier aus und wir können auch in 3, 2, 1. Ja, dann sehr vielen Dank auch an euch. Danke an alle, die mitgemacht haben. Frau Jackenkoll, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und geben Sie sich selbst einfach einmal einen Zuschauerapplaus. Ganz lieben Dank. Wir haben viele tolle bewiesen. Jetzt kurze Pause. Und nachher sehen wir uns wieder. Ja, genau. Dankeschön.